Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Für einmal, wie Sie sehen, nicht aus dem Studio. Wir haben das schöne Wetter genutzt und einen kleinen Ausflug gemacht. Wir sind hier in Alpnachstad an der Talstation der steilsten Zahnradbahn der Welt, die uns wird auf 2132 Meter hoch auf den Pilatuskulm führen. Dort oben wartet schon unser heutiger Gast. Sie werden sehen, wer es ist. Bis bald. Und da sind wir jetzt in luftiger Höhe auf dem Gipfel des Pilatus. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als der CEO der Pilatusbahnen AG. Seit dem Sommer 2014 leitet der Grosswanger Godi Koch das Unternehmen. Danke, dass wir das WB-Gespräch heute an einem so schönen Ort machen dürfen. Wir sind ja viele Jahre miteinander in die Schule, darum erlauben wir uns jetzt das Gespräch ausnahmsweise mal auf die Tour zu führen. Godi Koch, du bist eben gerade zurück von den Ferien gekommen. Gehst du auch in den Ferienberg oder ziehst du dich an einen anderen Ort hin? Ja, in der Ferien bin ich ein bisschen ambivalent unterwegs. Ich gehe immer halbieren, eine Woche von daheim aus ein bisschen auf die Berge. Und die andere Woche gehen wir jetzt ein paar Jahre an Gardasee auf Italien. Und zwar nicht unbedingt wegen dem See oder wegen dem Baden, sondern mehr wegen dem Essen und Trinken. Das gehört natürlich auch dazu, kann man übrigens auch hier ausgezeichnet. Du arbeitest ja an einem Ort, in einem Umfeld, wo andere Ferien machen. Hast du dein Büro aber zu Kriensunde? Wie oft kommst du auf den Berg auf überhaupt? Ja, leider zu wenig. Viele haben das Gefühl, ich habe das Büro hier oben. Das ist leider nicht der Fall. Dafür ist der Arbeitsweg nicht so lang. Nein, ich werde dann etwa alle 14 Tage gehe ich hier hoch. Und dann haben wir eine Sitzung und dann habe ich die Gespräche mit den Mitarbeitern, die hier oben sind. Wir haben um den ganzen Berg herum Mitarbeiter verteilt. Und das macht es ein bisschen herausfordernd. Aber ich habe hier oben leider Hotel Gastronomie und der schaut hier schon zum Rechten. Wie kommt man überhaupt zu so einem Traumjob? Ja, ganz einfach. Vor 16 Jahren habe ich mich auf das Stelleninserat beworben und habe mich aus mehreren Bewerbern können mich durchsetzen und bin von Oskar Schwenk dazu mal ausgewählt worden. Nein, Spass beiseite. Es ist natürlich eine riesige Sache, dass ich hier da CEO von einem so einem super Unternehmen sein darf. Wir sind uns das voll bewusst. Die Leute, die hier sind, die kommen in der Freizeit hin. Die geben zum Teil viel Geld aus, kommen von der ganzen Welt, um auf den Pilatus rauszukommen. Und die erwarten natürlich auch etwas von uns. Und, wir haben den Slogan und alle Mitarbeiter arbeiten Tag für Tag für das. Wir sind begeisterte Gastgeber für Bergerlebnis mit Herzklopfengarantie. Und wir kommen sehr viel Feedback über. Uns gelingt das, unseren Mitarbeitern muss ich natürlich sagen, wo der Franz sind, gelingt das sehr oft, dass wir das machen können. Und das ist eigentlich unser Antrieb, den wir haben, dass wir hier Tag für Tag das machen dürfen. Und es macht natürlich auch Freude, wenn man die strahlenden Gesichter sieht und alle sind happy. Das ist super. Es ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Vor Corona haben die Rekordzahlen geschrieben. Wie ist es seither? Es hat sicher einen Einbruch gegeben. Jetzt geht es wieder ab. Wie sieht das etwas aus in den Zahlen? Ja, das waren natürlich zwei ganz schwierige Jahre für uns. Wir haben vorher 8 Rekordjahre in Folge schreiben. Das war mir ein bisschen verwöhnt. Und dann kommt man echt umso mehr in ein tiefes Loch. Wir haben noch halb so viel Gäste am Berg. Wir hatten im 19. 840'000 Gäste hier, dann waren es noch im 20. 400'000, das ist die Hälfte. Dementsprechend auch der halbe Umsatz. Und ja, da mussten wir uns schon Gedanken machen. Uns war aber immer wichtig, dass wir gewusst, das kommt wieder, dass wir Mitarbeiter behalten können. Dank Kurzarbeitszeitentschädigung ist uns das auch fast vollständig gelungen. Außer im Merchandising mussten wir ein paar Teilzeit abbauen. Das hat es am meisten verwünscht. Aber sonst sind wir eigentlich jetzt wieder erfolgreich unterwegs. Und darum sind wir froh, haben wir die Mitarbeitenden behalten, weil jetzt brauchen wir sie wieder. Wir sind jetzt im Juni, dank dem schönen Wetter, sind wir im Juni wieder auf 8, 2019. Im gesamten Jahr
wird es wahrscheinlich vielleicht etwa 2/3 bis 3/4 vom Umsatz von Anadazumal sein. Aber da sind wir wirklich happy. Da können wir auch wieder schwarze Zahlen schreiben. Hat sich in dieser Corona-Zeit oder jetzt auch nachher Gäste verändert? Also sind andere Nationen gekommen? Hat es mehr Schweizer gegeben? Also während der Corona-Zeit ist klar, das war der grösste Anteil Schweizer. Nein, es ist so, wenn ich jetzt wieder schaue, wir haben immer einen höheren Anteil Schweizer gehabt. Wir reden immer vom Chinesenberg, aber das ist nicht so. Wir haben immer, und das ist eine Strategie von uns, 50% Schweizer. Wenn wir haben, und im Sommer ist der Schweizer Anteil noch grösser. Weil im Winter kommt der Schweizer nicht unbedingt auf den Pilatus, wenn er nicht, weil wir kein Skigebiet sind. Und dann sind wir natürlich auf die ausländischen Gruppengäste angewiesen, die uns helfen, die schwachen Kapazitäten, die wir dann haben, an Gästen zu überbrücken. Aber im Sommer haben wir 60-70% Schweizer Gäste. Jetzt haben wir ja einen aktuellen Traumsommer. Auf dieser Höhe merkt man das? Also zieht es die Leute in diesen heißen Temperaturen vermehrt eben auf den Berg? Das merken wir gut, oder? Wir sehen es selber jetzt. Hier unten sind wir fast verschmachtet. Jetzt sind wir, da oben ist angenehm, es kommt ein Lüftchen. Und das sind viele Leute in die Berge. Nicht nur auf Pilatus, sondern auch sonst in die Berge. Und das merken wir auch bei unserem Hotel. Dass wir hören viel, ja, jetzt können wir mal in Pilatus suchen schlafen, dass wir wieder mal richtig können schlafen können. So schön am Abend, ein kühles Zimmer und so weiter. Und durch das laufen auch die Hotels. Jetzt im Sommer sind wir fast immer ausgebucht. Das ist toll. Wir haben es von den Chinesen oder allgemein auch von ausländischen Gästen. Corona hat ja auch bei gewissen Sachen noch ein Umdenken ausgelöst. Also die Stadt Luzern redet davon, den Massentourismus ein abzubauen, mehr Individualtourismus. Würdet ihr das spüren oder hat das Einfluss auf den Pilatus? Ja, das hat sicher einen grossen Einfluss auf den Pilatus. Ich weiss, wir tun ein bisschen ungerecht die Gartouristen verpönen, weil de facto sind die relativ nachhaltig unterwegs. Wenn wir uns vorstellen, ein Gar mit 50 Leuten kommt noch jeder mit einem Individualauto, dann hätte wahrscheinlich Luzern noch ein grösseres Problem. Und die Gäste die brauchen wir, vor allem, ich habe es gesagt, auch über den Winter, weil wir den Schweizer Gast nicht haben und wir die Infrastruktur gleich aufrechterhalten müssen. Wir wollen es spüren, aber wir stellen auch in den letzten Jahren schon fest, und nicht erst seit Corona, dass immer mehr auch Individualgäste unterwegs sind. Und wir haben einen grossen Anteil. Bei uns ist der Anteil von Gruppengästen beim Pilatus etwa 25%. Und der Rest sind Individualgäste. 25% unserer Gäste sind Individualgäste aus allen Ländern aus der Welt. Und 50% Schweizer. Man hört, dass der Pilatus auch ein Militärberg ist. Ich hoffe, man versteht uns gleich. Aber das gehört halt auch zu einer Live-Aufnahme. Godi Koch, wir wollen noch über Investitionen reden. Wir haben gross investiert, zuerst auf der Krienzenseite, auf der Luftseilbahn Dragon. Jetzt läuft die Erneuerung von der Zahnradbahn. Wie ist dort der Stand der Dinge? Genau, die Investitionen in die Zahnradbahn. Wir sind hier eigentlich in der Endphase von einem, ich darf sagen, Generationenprojekt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das grösste Projekt, das Pilatusbahnen je gehabt haben. Ausser, wo sie die Zahnradbahn vor 135 Jahren zuerst gebaut haben. Wir werden 55 Millionen noch investiert haben in acht neue Drehwege, die einen totalen Panoramablick gewährleistet nachher. Wir haben die Talstation neue Zugänge können machen. Und auch hier oben haben wir auf Kulm oben einen neuen Lift gebaut, für das Behindertengleichstellungsgesetz einzuhalten. Und da werden wir die nächsten 40-50 Jahre wieder investiert haben in die tolle neue Bahn, die auf einer Trasse von 130 Jahren alt ist, jetzt läuft. Das sind ja Investitionen, wenn ich es richtig lese, von 55 Millionen Franken. Haben Sie das können stemmen, jetzt eben nach diesen schwierigen Jahren? Oder wie sieht das aus? Also wir haben ja, wenn ich da ein bisschen aushole, im 2007 einen Masterplan gemacht und haben auch, das ist jetzt Zufall, in 6 Jahren 45 Millionen in die Infrastruktur, da vor allem im Berg oben, plus die neue Dragon Ride, die wir gebaut haben, investiert und haben alles aus eigenen Mitteln können zahlen. So wäre es jetzt auch vorgesehen mit dem Masterplan für die Zahnradbahn. Ist es seit 2 Jahren Corona dazwischen gekommen, wo uns je 10 Millionen Cashflow gefehlt haben. Das reicht uns natürlich nicht, dass wir alles aus den eigenen Mitteln zahlen können. Aber wir haben rechtzeitig im Jahr, Anfangsjahr 2020, wo wir die Corona gesehen haben, haben wir mit den Banken Kontakt aufgenommen und die Finanzierung ist sichergestellt. Und wie sehen Sie jetzt, wenn das jetzt wieder so weitergeht, werden die Fremdkapitaler
die relativ gleich wieder zurückgezahlt sind. Vielleicht noch etwas zum Angebot. Es ist ein bisschen Mode geworden in den Bergen, dass man allerlei so Events anbietet und so Spektakel. Und Pilatus hat das bis jetzt nicht gemacht. Bleibt man dieser Linie treu? Ja, wir sind gerade in einem Strategieprozess wieder und wir wollen den nachhaltigen Berg sein und bleiben. Es ist eine Gratwanderung. Der Gast ist ein bisschen auch im Dilemma. Einerseits will er die Aussicht und die Ruhe vom Berg. Andererseits will er aber gleich etwas erleben. Und das unter einen Hut zu bringen, ist zum Teil noch schwierig. Wir haben hier Pilatus, eigentlich wird Pilatus ja nur gross auf der Linie von diesen beiden Bahnen bespielt. Wenn man eine halbe Stunde läuft, oder man muss nicht einmal eine Viertelstunde laufen, ist man eigentlich schon für sich. Und das soll auch so bleiben. Oder? Wir wissen, und das tun wir uns immer wieder vor Augen führen, uns gehört Pilatus nicht, das sind wir uns bewusst. Aber wir haben das Privileg, den Pilatus zu bespielen. Und da probieren wir das natürlich im Einklang von der Natur zu machen, weil das ist ein grosses Kapitalien. Sehr viele Leute, die hier sind, sind wegen der intakten Natur. Nicht nur auf dem Pilatus, sondern in der ganzen Schweiz. Intakte Natur gibt mir Stichwort für die nächste Frage. Die ist ja ein bisschen oder ziemlich bedroht, gerade auch in den Bergen im Moment. Also da hört man nicht sehr erfreulich, dass die Berge fangen zu bröckeln. Jetzt mal dumm gefragt, jetzt Pilatus solche Fälle auch schon gehabt, dass die Topfälle sollen lassen, also oder gefahren durch den Klimawandel, wo die können sagen, ja, das haben wir früher nicht gehabt. Ja, wir sind zum Glück nicht so exponiert wie die höheren Berge. Wir sind nicht im Permafrostbereich innen, wo jetzt dort, sondern wir sind tiefer mit 2000 Meter. Aber wir haben gerade im Frühling auch wieder einen Felsabsturz gehabt. Wieso das da ist, ob das Zufall ist oder ob es durch die Erwärmung ist, können wir nicht sagen. Sicher, der Berg arbeitet, das weiss man. Und die grossen Temperaturunterschiede werden sicher mehr zu Steinschlag bringen. Das ist so. Andererseits ist es natürlich auch eine Chance eben für den Bergtourismus, dass die Leute eher ein bisschen Berge gehen, wenn es die Temperaturen im Tal immer mehr steigen. Aber es ist schon, ich persönlich mache mir auch Sorgen, wenn ich jetzt das Jahr anschaue. Seit Mai haben wir höchste Temperaturen und das ist einfach nicht mehr normal. Vielleicht verlieren wir gleich wieder. Das ist dann im Winter, wo schon ein bisschen das nächste Szenario kommt, das uns nicht so gefällt. Und zwar, dass eine Energiekrise sich anbahnt. Und Bergbahnen werden wahrscheinlich wieder die Ersten sein, die es treffen wird. Es sind ja schon so Szenarien, die alten abzustellen. Sind ihr irgendwie vorbereitet auf solche Szenarien? Ja gut, das ist glaube ich das Äußerste, wenn sie uns den Strom wirklich abstellen. Aber wir sind ja laufend dran, Szenarien zu entwickeln, zum Strom oder allgemein Energie sparen, Abfall usw. So wir wollen ja nachhaltig sein. Und, wir unterstehen auch als Grossverbrauch im Energiegesetz, wo wir in den nächsten 10 Jahren Minimum 20% können Strom einsparen. Und das sind schon Szenarien da. Eben, Einschränkungen könnten da im Winter natürlich sein, wo wir sowieso weniger Strom brauchen, weil wir ja Sommerdestination sind, Zahnabbahn fahrt nicht, dass man vielleicht Betriebsseite kürzt, oder morgen später fahrt und mal oben früher hört und so weiter. Das sind schon verschiedene Szenarien. Nur wir sind zuversichtlich, dass es hoffentlich nicht so weit kommt, dass wir da gerade die ganze Bahn müssen abstellen. Das wäre natürlich ein riesen Eingriff in die Freimarktwirtschaft. Hoffen wir nicht, dass es solche Szenarien gibt. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich mache noch einen kleinen Themenwechsel. Gordi Koch, wir sind, wie gesagt, lange zusammen in die Schule und du bist mir nie als besonders musikalisch aufgefallen. Ich glaube, der Lehrer auch nicht. Und jetzt bist du plötzlich OK-Präsident, Grosswanger vom Blaskapellentreffen, das ein oder zweimal schon verschoben worden ist, jetzt aber im September kann stattfinden. Wie kommt deine Liebe zur Blasmusik? Also du hast vollkommen recht, darum bin ich jetzt auch OK-Präsident, weil ich kein Instrument spielen kann. Da muss man andere Fähigkeiten in den Vereinen zur Verfügung stellen. Und ich habe drei Söhne, die in der Burgspatze mitspielen, die das organisieren. Und sie haben mich gefragt, ob ich das machen als OK-Präsident. Und da ich am 2003 schon den Musiktag organisieren durfte, mitorganisieren, habe ich da gerne zugesehen, weil das ist immer eine ganz tolle Sache. Und es ist ein schweizerisches Blaskapellentreffen. Das ist eigentlich wie eine Schweizer Meisterschaft von der Blaskapelle. 37 Kapellen haben sich angemeldet, 24 machen da den Wettkampf mit. Und die anderen spielen Freikonzert an drei Aussenbühnen. Das ist 48 Stunden eigentlich böhmisch-mährische Musik, so vom Feinsten. Da ist Unterhaltung pur. Und am Freitag machen wir auch noch etwas für die Jungen mit den Powercranen. Das sind 7
Brassbandmitglied, ein super Musiker, der Blasmusik auf neue Art interpretiert und stimmig macht. Da sind wir alle gespannt. Das findet statt vom 9. bis 11. September übrigens. Das war es, Godi Koch. Vielen Dank, dass wir den Ausflug dürfen machen dürfen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview vom Illisauerbot. Es geht das mal nicht so lange, bis wir uns wieder sehen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Am 6. August sind wir im Städtli Willisau und sind dort im Rahmen des Städtli-Sommer unterwegs. Hoffentlich sehen wir uns dann wieder. Bis dann, wieder einen schönen Sommer. Das WB-Gespräch vom Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.